Wir sind hier in. Warte, wie heißt es? Pollendorf. Und es ist mega genial. Wir sind hier in einer ziemlich geilen Location draußen mit einer Hütte und es schaut aus wie bei den wilden Kerlen. Definitiv. Wir feiern Pauls Geburtstag und es ist mega geil. Es gibt geiles Bier, es gibt geilen Gin Tonic und ich glaube, wir haben hier heute noch einen richtig guten Abend, oder? Ja, es ist eine mega Location. Die Leute sind super nett und so super gastfreundlich und sie feiern es einfach und das ist einfach wunderbar. Und wir müssen überhaupt noch mal erzählen. Also heute früh waren wir in Czeslitz, mega kleines Kaff und wir dachten so, da geht ja überhaupt nichts. Und wir fahren so rein, überall stehen Leute am Straßenrand und er stellt sich da raus, die machen einen fetten Umzug. Ja, ne? Und da war einfach Kerber gewesen halt, ne? Richtig, haben uns erstmal den Umzug angeschaut und der Umzug war richtig gut. Ey, das war wirklich der beste Umzug, den ich innerhalb von, so, ich sag mal, 3-4 Jahren gesehen habe. Der ist besser als das Taubelister Seefeste Umzug. Und es gab ewig viel Bier. Ungefähr jeder fünfte Beitrag vor dem Umzug war ein Bierwagen und das spricht schon mal für den Umzug. Aber wir waren noch in Bamberg und das war auch ziemlich cool. Bamberg war Hammer. Wir haben fucking Mr. Straßenmusik getroffen. Mr. Straßenmusik, unser Hauptunterstützer der Tour, kann man bis jetzt sagen. Definitiv unser Hauptunterstützer, ja. Und er sagt einfach, er hat früher 20 Jahre Straßenmusik gemacht und er kommt von der Straße und irgendwann werden wir es ganz weit schaffen, hat er gesagt. Und der erste Song heißt Taking the Stage. Yeah, we are down the street, get a guitar and play some songs. Make some money, buy some beers, and drink them with our friends. And chill out in another plane, never show it off, but there's so many other bands, found their romance of their songs. So we get up the stage, and I'm gonna play it straight. No matter how many people around, we sing with all our hearts, deep down. Der Gig war mega gut gewesen. Wir haben gedacht, dass nur 5 Leute da sind, aber es waren bestimmt 15 da. 15 waren es auf jeden Fall. 15 waren es schon. 15 waren es. Also 3-mal so viel als erwartet. Also das ist schon mal, ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, die Leute haben es gefeiert. Ja. Ich habe es gefeiert. War ein mega gutes Konzert. Und wir haben schon wieder richtig coole Leute kennengelernt. Ja, und sowas passiert halt, wenn der Gig, der eigentlich geplant war, abgesagt wird und man dann auf einmal spontan irgendwo anders landet. Das ist halt Tourlauf, ne? So läuft's. Das ist halt einfach. Aber man muss wirklich spontan sein und dann funktioniert es auch einfach. Genau, genau so ist es. Genau so ist es. So I don't even know your name or your number, and I'm about to go. If I could stay just one more song, so I can dance with you to the saddest song I know. Just make it.